It's hard to miss when you're this close. Toss your weapon over here. Slowly. You are a fool to come back here. Stupid man. A lady sniper, huh? Didn't you know that 2/3 of the world's greatest assassins are women? Do you want to die now? Or after your female friend? Which will it be? I'll die after I kill you. Is that right? Well, at least you've got spirit. I am Sniper Wolf. And I always kill what I aim at. You're my special prey. Got it? Oh, I've left my mark on you. I won't forget it. Until I kill you, you're all I think about. Take him away. Don't kill me yet. I'm alive. Leave it to me. I want no more exploits like that, Dark. Yes, he's my target. Mine alone. So, kurzer Einwand. Hier können wir das Ende bestimmen, welches wir am Ende haben. Ich gehe gleich näher drauf ein. He's tougher than I thought. Do you know who I am? I always knew that one day I would meet you. The man who stole what was rightly mine. The man who stole my birthright. It's no use. Oh verdammt, ich hab's weggedrückt, das tut mir leid. Ich wollte es nicht wegdrücken. There definitely is a resemblance, don't you think, little brother? Or should I say, big brother? I'm not sure. Anyway, it doesn't matter. You and I are both the last surviving sons of Big Boss. It's me. Really? Then what? Oof, those idiots! All right, Raven. I'll be right there. They're not responding to our demands. We launch the first one in 10 hours as planned. Damn Americans. Looks like you read them wrong. Something's funny. Normally the Americans are the first ones to the negotiating table. They must think they've got something up their sleeves. So it's come down to it, has it? We're going to launch that nuke and ride it all the way into history. I've got to take care of some launch preparations. You're in charge here, Ocelot. What about you? Wanna stay for the show? I'm not interested. It's time to feed the family. So you prefer your wolves to my show, huh? Ocelot, don't screw up like you did with the chief! Yes, I know. That was an accident. I didn't think a pencil pusher like him would be so tough. Well, his mental defenses were reinforced by hypnotherapy. Boss, what about that ninja? He's killed 12 men. Whoever he is, he's some kind of lunatic. Bastard took my hand. How could he have gotten in here? Perhaps there's a spy among us. Mantis is dead. We've also got to find out what killed Baker, an octopus. We're short-handed, so make this little torture show of yours as short as possible. Torture? This is an interrogation. As you wish. See you later, brother. Your woman is still in this world. Meryl. Catch you later, handsome. Once she picks a target, she doesn't think about anything else. Sometimes she even falls in love with them before she kills them. Finally, just the two of us.
How are you feeling? Not bad. Caught a nice nap on this revolving bed of yours. Too bad I was sleeping alone. I'm glad to hear that. This is some bed, all right. I'm about to show you some of its nicer features. Where are my things? Oh, don't worry. They're all there. Washington was taking quite a chance sending you here. Someone must have had a lot of faith in your skill, huh, carrier boy? So, Metal Gear is armed with a new type of nuclear warhead, huh? Why don't you go ask Campbell for the full story? The Colonel? By the way, you got an optical disc from President Baker, didn't you? What if I did? Is that the only disc? There's no other data? What do you mean? There's no copy? If not, that's fine. Is Meryl okay? She's not dead yet. Wolf must have been feeling generous. But if you want her to stay that way, you better start answering my questions right now. You were holding one card key. Where are the other two? What's the trick behind that key? Trick? That weasel of a president said there's some kind of trick to using the key. Hell if I know. I see. No problem, then. We're going to play a game, Snake. And we'll find out what kind of man you really are. When the pain becomes too great to bear, just give up and your suffering will end. But if you do, the girl's life is mine. Press the circle button repeatedly to regain your strength. When you've had enough, press the select button to submit. When your life reaches zero, the game is over. There are no continues, my friend. Don't even think about using auto-fire, or I'll know. Snake, it's been a long time since you saved your game. Yeah? So what? If your body can't survive the torture, it'll be game over. You really want to travel down that long road again? Come on, I won't tell. Why don't you just give up? I'm going to run a high-voltage electric current through your body. If it's just for a short time, it won't kill you. But I never heard that before. You're a tough guy, Snake. But I've got some bad news for you. You're no POW. You're a hostage. There's no Geneva Convention. No one is coming to save you. Starting to feel a little scared. Good. You should be. Okay. Let's get started. So, okay, die Folterszene beginnt. Und genau hier, ob wir jetzt aufgeben oder nicht, entscheidet, was für ein Ende wir haben werden. Und das ist gar nicht so leicht, wie es aussieht, mag. Auf jeden Fall, ich habe gerade aus Versehen eine Sequenz weggedrückt. Das war wirklich gar keine Absicht. Ich wollte gucken, ob wir irgendwie interagieren können, aber das war leider nicht der Fall. Ich schätze mal, da wurde nur gesagt, also da wurde uns Liquid Snake vorgestellt, der blonde Typ, der telefoniert hat. Und, jetzt kommt direkt die nächste Runde. Ich schätze mal, der hat nur gesagt so von mir, ja, hier, ich bin Liquid Snake und so, und wir stammen vom gleichen Blut ab. Weil, ja, wir sind beide so gesehen Klone vom alten Big Boss. Oh, es ist gar nicht so leicht! Und ich, also, wenn ich eins kann, ne, wenn ich schon kein Stealth kann, dann ist es einen Knopf ganz schnell drücken, das kann ich. Ja, und auf jeden Fall haben die dann noch gesagt, also Liquid Snake hat einen Anruf bekommen von den USA, die geben wohl nicht nach, also die kommen den Forderungen der Terroristen nicht nach. Und die wollen jetzt dafür tatsächlich einen Sprengkopf abfeuern. Und Liquid Snake macht schon mal Vorbereitungen für den Abschuss. Okay, eine Runde noch. Okay, und auf jeden Fall, er möchte abschießen gerne. Und muss ein paar Vorbereitungen machen und... Ocelot hat uns jetzt nach den Schlüsseln gefragt, nach den Disken, die wir vom Baker bekommen haben. Oh mein Gott! Oh. Hui. You're a strong man. Well, that's enough for now, I think. You're the boss's brother, all right. Your brother, he's an amazing man. Who else could shoot down two F-16s with a Hind helicopter? The Les Enfants Terribles project was not a total failure. He is the one man who could make my dream into a reality. Ah,
So, und auf jeden Fall hat er ja noch gesagt, so, ja, du hast schon lange nicht mehr gespeichert, weil ich einfach lange nicht mehr gespeichert habe. Ja. Das war halt der Grund. Und dann, weil, würde ich jetzt verkacken und sterben, könnte ich nicht auf Continue gehen, sondern ich müsste mein Spiel schon neu laden. Und das ist der Beginn der Aufnahme. Ja. Hab zwar nicht allzu viel geschafft, aber wäre trotzdem ärgerlich gewesen. Huh? Looks like I got a roommate. The DARPA Chief? What a stench. So. Okay. Ich habe keinen Codec. Ja, genau. Und da hören wir, hier, diese Hexe hat meine Kleidung genommen. Das ist genau der Typ, der ausgezogen wurde von Meryl. Als sie die Uniform von ihm geschnappt hat. Finde ich ganz lustig. Und hier unten ist der DARPA Chief, ne? Übersät mit Maden, also schon seit längerem tot. Hallo. Shut up. Na, auf jeden Fall, ich weiß nicht, was für ein Ende ich bekomme, wenn ich der Folter widerstehe. Oder wenn ich die Folter standhalte. Die Folter standhalte. Okay, ich habe gar kein... Ja, ich habe nichts. Sehr schön. Okay, ich werde angerufen. Schön. Snake, are you okay? I've been better. How's Mara? They've got her. Damn. Snake, the government has decided not to give in to their demands. We're trying to buy some more time. Come on, Colonel. Why don't you stop playing dumb? I'm sorry about Meryl, but I want the lies to end now. What are you talking about? Metal Gear was designed to launch a new type of nuclear warhead, wasn't it? You knew it all along, didn't you? Why did you try to hide it? I'm sorry. Can't tell the grunts, huh? You've changed a lot. Metal Gear? Secret advanced nuclear weapons research? Does the White House know about this? How deep does it go? As far as I know, as of yesterday, the President had not been briefed about the Rex Project. Need-to-know basis, is that the idea? These are sensitive times. Even subcritical nuclear tests are causing quite a stir. Plausible deniability, huh? Yes. And tomorrow, the President and his Russian counterpart are scheduled to sign the START 3 Accord. I get it. That's the reason for the deadline. That's right, Snake. And that's why we can't let this terrorist attack go public. We still haven't even ratified START 2, or dealt with the issue of TMDs. This has to do with the President's reputation, and America's place as the dominant superpower. So patriotism is your excuse for circumventing the Constitution? Please, Snake. Just stop them. Why should I? Because you're the only one who can. In that case... Tell me the truth about this new type of nuclear warhead. I told you before. I don't know the details. I don't believe you. If the situation is so serious, why don't you give in to their demands? Let them have Big Boss's remains. You see? Or is there some reason that you can't do that? Something you haven't told me about? Publicly, the President has been very vocal in his opposition to eugenics experiments. We don't want the existence of the Genome Army to go public. And that's the only reason? Huh. Hell with you. I'm sorry. The corpse of the DARPA chief is lying right here next to me. Poor man. But it's strange. He looks and smells like he's been dead for days. All his blood's been drained out too. Drained? Maybe to slow down decomposition? I have no idea. But the chief only died a few hours ago, right? Right. But he's already started to decompose. What could it all be about? Something in his blood that they wanted? I doubt it. Just the nanomachines in the transmitter. Did the chief tell them his detonation code? I'm afraid so. It looks like they've got both codes and are nearly ready to launch. Damn. Is there any way to prevent it? It seems that there's some type of emergency override device that can cancel out the detonation code. It's a countermeasure that Arms Tech installed secretly. You have to unlock it with three special card keys. And where are those keys? I've got one of them. I don't know where the other two are. Besides, I'm locked up here. We've got no choice. Forget about the keys. Your top priority now is to destroy Metal Gear itself. I'm sorry to have to lay it all in your lap, but you're all I've got. Bust out of there and get to the communications tower. Also... What?
I know it's asking a lot. Meryl, right? Yeah. I'll save her. Thanks. So, was ich sagen wollte. Ja, ich darf jemanden anrufen. Darf ich auch Mei-Ling anrufen? Snake, are you okay? I feel so scared for you. It must be horrible. I've been through a lot worse. Believe me. Wow, you really are a hero. It's a good thing the codec is connected directly to your inner ear. You can contact us anytime. It's always nice to hear that you're all right. Why don't you contact the Colonel? If anyone can think of a way out, it's him. Okay, hervorragend, super. Wir können jetzt erstmal speichern. Weil ich wollte jetzt die Aufnahme hier beenden. Aber vorher wollte ich noch ein bisschen was erzählen. Und zwar, ich weiß nicht, welches Ende wir bekommen, wenn wir nicht aufgeben. Ich wollte einfach nur nicht aufgeben, weil ich natürlich ein harter Kerl bin, ne? Nein. Jetzt noch eine kurze Zusammenfassung. Also bezüglich der einen Sequenz, die ich leider weggedrückt habe. Ich weiß nicht mehr genau, was da gesagt wurde, aber da jetzt hier schon von Genom-Soldaten oder von Genom-Soldiers gesprochen wurde und da uns Liquid Snake Brother genannt hat, also Bruder, gehe ich mal davon aus, dass jetzt schon etwas bekannt wurde über die Geschehnisse hier, nämlich, dass eine Armee ausgehoben wurde, die sich die Genom-Soldaten nennen, genau, und dass Liquid Snake unser Bruder ist, weil wir quasi von den gleichen Genen herausstammen. Also es ist jetzt nicht irgendwie so eine richtige Mutterschaft gewesen, sondern eher ja so eine Art Klon, kann man sagen, jo. Ja, das sind jetzt eigentlich nur ein paar wichtige Fakten. Das letzte Gespräch mit dem Colonel bezog sich jetzt eigentlich nur darauf, dass wir, dass er eigentlich die ganze Zeit darüber Bescheid wusste, über diese ganze Basis hier. Und dass ihm schon von Anfang an bewusst war, dass es sich hier um nukleare Waffen handelt und dass Metal Gear nur deswegen entwickelt worden ist. Nur jetzt sieht er die Notwendigkeit, dass Metal Gear zerstört wird. Und dass es nicht reicht, einfach nur den Abschuss der Raketen, ja, zu verhindern. Ja, genau. Und nebenbei hat er uns noch gefragt, könntest du die noch nebenbei meine Nichte Mary retten? Und dann hat er gesagt, ja, komm. Aber natürlich hat er jetzt kein Vertrauen mehr zum Colonel, was man natürlich nachvollziehen kann, weil er sehr viele Informationen geheim gehalten hat und uns nicht mitteilen wollte, und das ist natürlich schon etwas dreist, ne? Auf jeden Fall, nächstes Mal schaffen wir auf jeden Fall die erste CD, weil es kommt jetzt gar nicht mehr so viel. Ich hätte es heute auch noch geschafft bei der normalen Aufnahme, aber, ich muss in der halben Stunde schlafen gehen, ne? Na gut, ich bin ziemlich oft gestorben. Was soll's, es wird sich nicht bessern. Nein, also ich sag mal, das Würgen habe ich jetzt auf jeden Fall besser drauf als in der ersten Aufnahme. Nur wenn ich dann da gefunden werde, ich habe natürlich die Wahl, ich kann mich verstecken oder ich bleibe einfach stehen für 20 Sekunden, lass mich umbringen, ne? Zum einen geht das schneller und zum anderen verbrauche ich da nicht sinnlos Rationen. Gut, mittlerweile habe ich genug Rationen, aber ist ja auch egal. Ich bin jetzt ruhig verabschieden an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben einen weiteren Boss gesehen, Sniper Wolf, auch ziemlich cooler Charakter. Vor allem auch ein sehr leidenschaftlicher Charakter. Eine Jägerin quasi, die sich so lange auf ihre Beute konzentriert, bis sie tot ist, und dass sie sich zwischendurch sogar in ihre Beute verliebt. Man konnte ja sehen, dass Sniper Wolf für Solid Snake ja auch schon ein bisschen was, ich will nicht sagen empfindet, aber dass es schon eine spezielle Person für sie ist. Gut, das war's dann von meiner Seite. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und sag dann einfach bis zum nächsten Mal. Tschüss.